Achtung, das ist ein Mehrteiler. Teil 1 habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt und auch nochmal hier als Infokarte. Und nun viel Spaß mit dem dritten und letzten Teil meiner Toolcase-Baureihe. Also ich würde sie, glaube ich, auf 12,5 machen. Du kannst es hier gleich nochmal gegenchecken. Ich würde schon 13 machen. Na, bis mal vorne und so. Ich glaube, es ist nicht überall ganz, ganz gleich. Ich würde schon 12,5 machen. Ich glaube, lieber einen halben Zenti zu tief. Dass der Deckel sich nicht eindrückt und so. Ja. Weil vor allen Dingen, wenn du diese Taschen voll klopfst, ne? Na, da ist schon gut was drin. Gut. Naja, dann stelle ich mal die Tischkreissäge auf 12,5 ein. Gut, ich räume hier kurz mal ein bisschen den Scheiß weg. Und dann schiebt man da die Platte drüber und dann ist gut. Wahrscheinlich schlauer gewesen, erst einen Säumschnitt zu machen. So, Herr Deutschland, 29,5. Und der Nutschaum? 5, ne? Ziemlich sick. Ja, das sieht auch genau nach der Mitte aus. Okay, das heißt, was habe ich gesagt? 29,5. 29,5, ne? Ja, also 28,5. Also machen wir 28,5. Ja. Aber es passt ja, also so von der Höhe passt ja ganz gut. Von der Höhe passt ziemlich gut. Na? Und da wollen wir erst den Nutschaumsägen schneiden und reinkleben. Ja. Und dann? Ja. Nochmal kurz nochmal messen, die Höhe, die wir jetzt auch für den Schaum nehmen. Ja, ja. Naja, aber da würde ich, wenn wir jetzt auch 12,5, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, kannst du machen. Länge noch gleich ausmessen? Es ist 52,9. Müssen wir dann eh noch mal ein bisschen schnibbeln. Aber ich würde ihn vielleicht erstmal auf 53 machen. Ja. Geil, hoch. Cool. Geil. Fällt mir richtig gut. Na, dann kleben wir den bündig, oben bündig. Okay, ich wollte das jetzt hier schon mal abziehen. Soll ich mal sprühen? Und nicht zu wenig. Nee. Weil, ohne Scheiß, du unterschätzt, wie doll man an diesem Ding ruppt. Schon ordentlich, ja, gerade wenn du durch die Gegend rollst, ist ja auch außen die Last halt voll drauf. Ja, aber vor allen Dingen auch, wenn du Sachen rein und raus packst und so, ruppt man da schon irgendwie immer ganz schön dran. Die ganze Hand verklebt einfach. Ey. Ja, geil. Wollen wir andersrum ansetzen, damit du die Oberkante bündig machen kannst? Besser, ja, besser, ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist das, was schick aussieht. Geil! Gut, ne? Ja, finde ich schick. Fällt mir sehr gut. Sieht halt auch wirklich immer echt schick aus, ey. Vor allen Dingen halt finde ich auch dann mit dem Boden, weißt du, weil das dann Schaumstoff in Schaumstoff. Ne? Und hier müssen wir jetzt halt aufpassen, dass wir es dann so rum ankleben. Ja, sonst ist ja nicht parallel. Ist. Genau, sonst ist halt, ja. So, machst du wieder deine gekonnte Rundung? So, oder? Ich klebe hier wieder meine komische Kleber. Man muss ihn eigentlich 10 Minuten abtrocknen lassen. Bevor man ihn anklebt? Ja. Wirklich? Mhm. Als ob. Doch, als, doch. Nee, ich meine, als ob wir das machen. Ja, als ob wir das machen. Also, wer sind wir denn? Ach, scheiße, ich wollte ja das Kabel hier mit runterkleben. Naja, es ist zu spät. Wo drunter kleben? Ich wollte es hier so mit dahinter haben, aber es ist eigentlich auch, jetzt auch egal. Ach so, du wolltest es da dahinter haben? Auch, ja, ja, aber das habe ich jetzt verpennt. Okay, danke. Guck mal. Ja, mega, Alter. Guck mal, der Erik, der schätzt und der trifft. Gar nicht schlecht, wa? Schon ein bisschen geil. Das ist schon ein bisschen sehr, sehr cool. Guck mal, braucht keine Sau, aber ist cool. Hä? Guck mal, braucht keine Sau, aber ist cool. Ja. Das ist dunkelste Stufe, da geht richtig hell. Wie hell geht der? Aber brauche ich halt nicht. Das ist schon echt hell, ja. Ja. Soll ich den fertig machen? Dafür kannst du dich mit diesem Deckeleinsatz auseinandersetzen, weil da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. Ja, verstehe ich auch ein bisschen. Einfach machen wir so. Dankeschön.
Weil natürlich ist das der Einsatz für PLR-Case. Ich sage, natürlich ist der Einsatz für PLR-Case ja deutlich anders gelocht. Also wenn wenigstens Y stimmt, wäre das ja schon mal eine große Hilfe. Nee. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber das stimmt die nicht zufällig? Nee, auch nicht. Na klar nicht. Also ist ja nicht mal genau 40 Lochmaß. Nein. 39,2. Hm, 39. Da haben wir deinen Anmarker-Fail wieder. 39,7. Nico, ich finde es aber schön, dass du dir einen Petel holst oder geholt hast. Ich habe mich ja lange vorher gedrückt, weil die sind ja nicht so billig. Ich sage jetzt nicht, ich hab's gesagt. Du hast gesagt. Aber die sind trotzdem echt nicht billig. Ja, ja, das ist schon alles richtig. Und mein B&W hat auch getan am Anfang. Nein, das ist auch schon alles richtig. Ich muss echt sagen, ich fand ja unsere Rucksack-Idee vom Anfang. Ich fand die ganz schön geil, ehrlich. Ich fand die auch ziemlich stark, aber die ist halt nicht aufgegangen. Das ist einfach krass schwer geworden. Das ist halt einfach dir echt ein Bruch geworden. Weißt du noch, als ich von diesem Flamenco-Job zum CS-Radio kam, uns da getroffen haben und ich kam mit meinem Toolkit auf dem Rücken mit der Bahn. Und du hast, da hatte ich noch mein Mischpult mit drin, noch zwei Mikrofone, NFK. Du hast es angehoben und dachtest, Alter, mir tat alles weh. Und dann sind wir danach noch in diesen Comedy-Club noch rein, wo wir nicht reinkamen. Also Chrissy und ich. Alter. Wir beide? Waren das wir beide? Wir beide. Wir beide kamen nicht rein, genau. Nee, Alter, ich bin damit immer Schwalbe gefahren. Alter. Alter. So der Oberhass. Ey, nee. Wieso denn immer 0,7? Wer denkt sich denn sowas aus? Nico? Ups. Naja. Alter, Till hat sich übrigens vorgestern am Stufenbohrer die Hand innen aufgerissen. Das muss ein unerträglicher Schmerz sein. Hat der Tier so das Ding festgehalten und dann ist das Ding in Anschlag gegangen. Und weißt du, was der Typ noch gemacht hat? Nee. Der hat sich danach noch Handdesinfektionsmittel auf die Hand gemacht. Er ist irgendwie einfach auch ein bisschen hart. Das verstehe ich auch nicht, wofür. Der guckt mich so an. Also warst du dabei, oder was? Ja, ja. Das kaufe ich mir auch nochmal ein Ding hier. Oh. Cool. Der ist ja eigentlich gefühlt fertig fast. Ja, ist fertig. Vielleicht nur so eine Powerbank-Halterung überlegen. Ja, geht dann immer relativ zügig, ne? Ja. Aber ey. Warte, lass den erstmal abputzen, weil dann machen wir den ganzen Staub da rein. So, da wollen wir hier mal erstmal Platz machen? Platz machen, dein zweites Toolcase daneben oder was? Genau, dann würde ich sagen, räumen wir mal um. Hast du noch eine kleinere Powerbank eigentlich? Ich hatte überlegt, eine 10.000er zu holen. Aber da ich zwei von den 20ern habe, habe ich mir gedacht, kannst du auch die nehmen, kannst du einfach mal Handy laden, weißt du, ohne dass gleich der Streifen da leer ist und so. Nee, na so rum nicht. Ich habe dir jetzt erstmal so zum Reinlegen gedacht. Ja. Nee, das ist kacke. Wenn sie jetzt hier genau dazwischen gepasst hätte. Na, das wäre schon geil gewesen. Dann wäre geil gewesen. Aber das Scheiße, soll ein Millimeter, ey. Na, warte mal, oder? Ja, ist fest. Boah, ist fest. Und du kommst noch an beide Buchsen ran. Zack, fertig, Powerbank-Halter. Naja, geil. Ja, okay, dann kaufe ich mir auch so eine. Geil, hat mein Toolcase-Licht. Ein bisschen cool finde ich schon. War ja auch relativ einfach, muss man sagen. Hm? Sind die eigentlich flicker-free? Weiß ich nicht, werden wir im Video später sehen. Gut. Also was sich bei mir mal bei meinem Toolcase einräumen mit diesem Konzept sehr bewährt hat, ist auf einer Seite anzufangen und dann nach und nach Trennbretter reinzustecken. Nach folgendes Schwere bei den Rollen zu machen. Und es ist so kopflastig und vor allem ist der ganze schwere Scheiß drückt dann da oben genau. Drauf. Okay, das einzige Problem ist halt, dass du dir halt überlegen musst, was mit der Powerbank ist. Ja, da kommt jetzt noch ein Trennbrett vor. Ja, da müssen wir es aber noch unten auskürzen, weil wir es hier so machen müssen, dass es... Ja. Ne? Packen wir's! Packen wir's! Aber mega Werkzeug, ey. Mega geil. Kicken wir mal, ob dies best. Passt, geil. Jetzt haben wir hier das Powerbank-Fach. Ja, nice. Da hängt die jetzt drin. Dann kann ich hier. Cool. Nice. Gut, dann heißt es jetzt, die Kisten umräumen. Das alte Toolcase hat ausgedient. Also, packen wir es mal daneben.
und auch alles von dem ganzen neuen Kram, der jetzt noch abseits liegt, den wir gleich hier einsortieren werden. Alte Kiste. Oh Gott, das soll da drin passen. Na gut, gucken wir mal. Oh, passt das? Passt gut? Ja, das passt um der Powerbank mit der Breite richtig geil. Hast du Schliffen schon? Schliffen? Was soll denn da schleifen? So, jetzt haben wir's. Naja, jetzt haben wir's fast. Das Toolcase ist fast fertig. Ich enthülle es mal eben für euch. Sogar mit einem leuchtenden Heiligenschein. Das ist es, mein neues Toolcase. In meinem Lächeln kann man sehen, ich finde es wirklich massiv geil. Ihr habt ja in der ersten Folge schon gesehen, wie es aussieht. Dementsprechend ist es jetzt keine große Überraschung wahrscheinlich. Aber ein gewisses Finish fehlt noch. Denn viele, ich mache erstmal das Licht hier aus, viele bekleben ja gerne ihr Toolcase, das mache ich auch. Ich habe zwar die meisten Aufkleber, die ich über die Jahre gesammelt habe, in so einer Schütte im Metallschrank im alten Lager. Und da komme ich aufgrund des Umzugs gerade nicht ran. Aber ein paar habe ich noch rumliegen. Aperture, Rode, Rode, wie auch immer, Röde, hat 1000 Aussprechvarianten. Die S-Hure und Ritter Butzke, natürlich hoch 2 selbst. Und der Aufkleber, auf dem ich am meisten stolz bin, ja, können wir theoretisch mal aufkleben. Jetzt weiß ich gerade nicht, viele machen es ja anders, ob ich jetzt gerade anfange oder so quer. Weiß noch nicht genau. Aperture. Boah, weiß hier drauf, ich weiß nicht, gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Nein! So, ein bisschen Finish haben wir jetzt auch. Das gehört einfach irgendwie dazu. Wobei ich das so nackig ja auch irgendwie ganz schön fand. Aber ein bisschen chaotischer Quatsch muss einfach sein. Und es bleibt ja nicht so leer. Das war also meine dreiteilige Videoreihe zu meinem neuen Toolcase. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch eine Bewertung da. Und wenn nicht, dann lasst es einfach. Wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Und wie gesagt, alle Teile findet ihr in der Videobeschreibung zum Nachbauen. Eins sei nur gesagt, es ist leider wirklich nicht günstig. Aber geil. Wir kommen in der Endcard. Du kannst jetzt noch hier neben mir klicken. Und dann kommst du halt zu einem anderen Video. Cool, oder? Ja, finde ich auch.